Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Die da erstmal heißt, wir müssen jemanden erledigen. Und zwar von Bevers Vollstreckern. Wir fangen an mit dem ersten. Aber warte mal. Sorry, ich muss hier parken. Ihr wisst ja, was da läuft. Ihr seht gerade, da ist wieder so ein weißes Hufeisensymbol. Das bedeutet, wir haben einen Abhörpunkt. Und den werden wir jetzt mal kurz eben... Ach so, wir brauchen 3 Sicherungen, um alle... Aber wir brauchen um bestimmte Dinger 3 Sicherungen zu. Ja, ich... Oh. ich weiß. Das ist auch meine Schuld. Ich stehe... Ja, ist gut. Ich fahre ja schon. Alter Mann, ist kein D-Zug. Genau, wir wollen jetzt natürlich erstmal... Ja, das stimmt. Das ist absolut lächerlich. Hab Glück. So, die Frage ist, wie viele Gegner haben wir? Oder wie gut ist der Typ gesichert? Wenn wir Glück haben, haben wir... Wenn wir Glück haben, ist er relativ schnell down. Aber meistens reicht er denen zu entkommen. So. Der müsste hier um die Ecke irgendwo. Ja, ja, bin ich. So, ich packe mal mein Auto unauffällig hier, weil ich muss mir das mal erstmal angucken. So, da haben wir mal nach. Komm nicht weg. Wieder einer weniger. So, der ist tot. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir doch das ganze Geld hier mit. Komm. Achso, okay. Wir müssen nur das... den Truck zerstören, okay. Nee, ich will nicht geschrot, ich will die Waffe haben. Ich brauche das Auto, ich muss das Auto, ich will das Auto wegsetzen. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht mehr so schlecht. So eine kleine Verbindung. Wenn ich den LKW wechsle, wenn ich das Auto dahin packe. Hat sich ja voll gelohnt. So, da machen wir es jetzt anders. Dann nehmen wir uns den LKW. Zack, zack. So, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Möglichkeit finde, die Karre da irgendwo mal in dem Fluss zu parken oder so. Da
Hinten ist ein Park, dahinter ist ein See. Das könnte doch die Idee sein. So. Und tschüss. So. 3000. So, dann haben wir das auch zumindest erledigt. So, jetzt muss ich gerade gucken. Der nächste wäre dieser Kollege hier. Und hier liegt wieder irgendwo ein elektronisches Bauteil. Zack, jetzt sind wir wieder bei 3. Jetzt, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal dringend wieder ein Auto. So, und damit bin ich wieder komplett geheilt. Das ist auch immer wichtig. Ich brauche ein Auto. Hier kann ich natürlich kein Auto klauen, weil hier sind einige Zeugen. Ah, das ist doof. Ich stehe mal, Leute, ich kann hier keine Autos klauen. Ja, ist kein Problem, alles gut. Hier sind immer Leute, ich kann Autos klauen. Ja, und da vorne kommt natürlich direkt die Cops. Scheiße, das war der Plan. Schicken Sie ein paar Einheiten. Jetzt nicht. So. So, das ist eh mein Auto. Gott sei Dank. Glück gehabt. Das hat mich wirklich still. Warte mal, kann ich nicht. So war das halt damals. Ich weiß, dass der Kopf da vorne steht, aber ich suche gerade eigentlich was an. So, kann ich jetzt auch wieder. Jawohl, ist offen. Ich muss ja nämlich rein. Wir haben schon. Was liegt an? Was immer du sagst. Das ist ein bisschen leer. Und das ist alles ein bisschen Lebensenergie. Zack. Gut. Genau. So, damit haben wir das auch erledigt. So. Und die liegt hier einfach noch immer noch rum, die Leiche, okay. Das Gaspedal ist unten rechts. So, wir fahren jetzt so zu dem nächsten Typen. Gut, dass die eigentlich gar nicht checken, dass wir die Karre eben geklaut. Entschuldigung. Ich muss mal gerade wieder was mitnehmen lassen. So. Ihr wisst ja, die Dinger können durchaus was gut sein. Hab ich nur drei noch? Hab ich nur eins jetzt abgehört? Hab ich nicht vier eigentlich gehabt? Hab ich schon drei gehabt? Aber war noch nur zwei. Jetzt haben sie eins und dann habe ich das. Naja, wie dem auch sei. So, wir holen uns jetzt den nächsten Verschrecker. Das ist Cäsar der Angelis. Die Frage ist, wo ist denn der Kollege? Der ist dahinter irgendwo. Ja, die Frage ist, kann ich da jetzt einfach rein? Versuch was mal, ne? Scheiße. Das Feld ist auch so groß und ich krieg's trotzdem nicht gebacken. Oh. Natürlich jetzt erstmal. Ah.
tot. So. Das war der Plan an der Sache. Dann haben wir mir jetzt nämlich gerade noch ein bisschen was weggenommen gerade. So, wie viel haben wir denn noch insgesamt? Kriegen wir das heute noch komplett hin sogar? Die Brennerei auseinanderzunehmen. So, wir müssen wieder mit dem quatschen. Die Frage ist, warte mal. Ja. So, dann fahren wir da jetzt hin. Wo fährt der denn so weit aus? Ach so, weil es offiziell, weil es noch auf der Straße ist, offizielle Straße. Ja, sind die auch nicht, ne? Die Frage ist, haben wir den schon? Nee, wir haben. Haben wir die schon alles komplett auseinandergenommen? Das wäre schon krass, wenn wir die jetzt. Hier kommen die jetzt nicht komplett in eine Folge packen, sogar alles. Ja, ich frag mal, was willst du? Es war nicht leicht, den Schwarzgebrannten aus Sweetwater in die Stadt zu bringen. Respekt. Okay, ich dachte, du willst jetzt irgendwie noch was wissen. So, kriegen wir das jetzt hin, alles zusammen in einem Rutsch? Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht alles. Bei weitem nicht. So, die Frage ist. Dann machen wir den jetzt als nächstes. So, befrage die Schwarzbrenner. Ich glaube aber nicht, dass wir alles... Oh, wir haben ja genug Dinger, ne? Ich werde bloß ein wenig kribbelig, das ist alles. Ich bin seit einem Jahr zurück. Ist vielleicht die längste Zeit, die ich an einem Ort verbracht habe, seit ich abgehauen bin. Okay. Jemand muss sie mal zur Seite nehmen und ihr sagen, dass sie keine 20 mehr ist. Sie glaubt, sie zieht im Büro die Aufmerksamkeit auf sich. So, ist offen. Aber die falsche Aufmerksamkeit. Klar. Egal, was sie sagen. Okay. Der Schlachter ist ein Verfluchter. Ach, er braucht tatsächlich... Ach nee, ich hab mich vertan. Das war der. Die Dinger sind unten rechts. Okay, dann haben wir zumindest den nächsten Abhörpunkt dran. So, wir haben noch ungefähr die Hälfte offen. Bei dem Schwarzgebrannten. Habt ihr verfahren mit dem Ding hier durch die Gegend? Na, naja, das heißt gar nichts. Sowieso die Schwarzbrenner befragen. Wenn ich Glück habe, kriegen wir noch einen hin, würde ich sagen, in dieser Folge. Okay, das Ding haben wir doch. Ich glaube, hier haben wir auch mal eine auseinander rausgeholt, oder? Kriegen wir das hin? Ich habe meinen Schatz beim Mardi Gras kennengelernt. Als Medium. Ich frage es, wie viel. Der kommt zu uns, das ist gut. Das heißt, wir können uns den gleich schön aus der Deckung snacken. Weg damit. So, erster ist weg. Der nächste, komm her. Komm her, Kollege. Ich kann nicht raus. Das ist irgendwie alles so klein, Kamir. Sind doch nur ein paar Kinder, die zur Schule gehen wollen. Und die Leute. Die unterhalten sich weiter, während wir dem einen gerade schön die Kehle aufgeschlitzt haben. Das Problem ist einfach, ich muss da ran. Ist das der überhaupt? Schnauze. Na?
Verdammt! Ich muss sie... Halt die Fresse! So, der ist tot. Deine kann hoffentlich nicht weit kommen. Scheiße, ich muss natürlich jetzt nur mit dem Auto hinterher. Scheiße. Scheiße. Ich brauche ein Auto. Ja, komm hier. Ja, ist egal. Scheiße. Dass die Uschi da jetzt auch noch die... Das Wichtigste ist, dass es jetzt egal ist. Und so, jetzt ist er weg. Ich hole mir jetzt erstmal den Informanten wieder zurück. Scheiße, das war natürlich jetzt nicht der Plan, dass der mitkommt, der Typ. Das Problem war, der eine mit dazwischen jetzt noch gefunkt hat, den Zeugen gerufen hat. Scheiße, jetzt hatte ich einen Kopf, Alter. Ich habe genau noch einen Kopf auf der Spur. Wir fahren geradeaus weiter. Nimm dann die Kackmühle da weg. Ah, nein. Nicht wirklich, oder? Steht der nicht? Der steht nicht wirklich bei den Cops jetzt drin, oder was? An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Du kannst den Stoff in der ganzen Stadt finden. Ist nicht so, als ob das schwierig wäre. Hier sind alle willkommen, solange sie sich benehmen. Ach doch. Wir machen dich fix und fertig. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich kauf ihn hier. Du bist jetzt mal Ruder. So, Kollege. Erzähl mir alles, was du über die Sweetwater Distillery weißt. Das ganze Geld, das wir mit dem Fusel verkaufen, Scheißkopf. Ich weiß, wo es versteckt ist. Dann sag mal. Gute Nacht, du Asse. Hau die Kopfbar aus, was für ein Fuck. So, was wird es? Ja, ich dachte, wir. Ja, das ist natürlich jetzt nicht gut. Jetzt haben wir die scheiß Cops wieder an der Backe, Alter. Weißt du, da ist es. Jetzt haben wir natürlich die scheiß Cops auch in der Backe. Scheiße, die wissen, dass ich hier lang gefahren bin. Oh mein Gott, Alter! Hört doch mal auf, euch ständig vor die Autos zu werfen. Das war jetzt der dritte oder? Das war jetzt drei oder vier, die sich jetzt vor das Auto geworfen haben. Und zwar hinterher. Ja, super. Ja, und da steht genau noch einer. Scheiße. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Oh nein. Ja.
ist natürlich dabei. Aber ich kann jetzt gucken, dass ich hinkomme. Wenn ich alles gut läuft, bin ich mich jetzt gleich raus aus dem Viertel, aus dem Sichtgebiet. Und zwar jetzt. Das heißt, ich brauche mal dringend ein neues Auto. Muss mir dringend mal ein neues Auto organisieren. Ja. So, jetzt hätte ich kurz jetzt sagen mal. So, dann machen wir das so. Nehmen wir die Karre mal weg. Ich brauche dringend mal ein neues Auto. Das ist gut. Ja, das hat mir tatsächlich so ein bisschen in die Folge reingespielt. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Mafia 3. Und dann werden wir uns um die Cop-Bar kümmern. Weil die will auch noch... Die will auch noch ausgeraubt werden. Ich musste gerade ein bisschen zögern, weil ich... Warte mal, ich habe mir mal ein Auto klauen. Vorne ist was. Ich hoffe, dass wir, ja, da vorne, ich hoffe, dass wir keine Zeugen haben. Weil Zeugen wären natürlich jetzt dumm. Weil es, ach, das ist ja halt. Das ist natürlich blöd. Da steht ein Wachmann vorne, oder? Wo steht denn der? Hier. Hier kann ich gerade kein Auto klauen. Das ist doof. Scheiße, Mann. Wo willst du denn hin? Ich will mir nur ein Auto klauen. Big Rex sind wir. Na gut, dann kann ich mir da... Hoffentlich kann ich mir das Auto klauen. Ja. Alter, warum werft ihr euch eigentlich alle vor die Autos? So. Genau, als nächstes wollen wir die Koppe ausrauben und das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Mafia 3.